Und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Legend of Zelda Breath of the Wild. So, ich habe den Priester jetzt endlich gefunden. Der ist jetzt oberhalb des Schreins hier gewesen. Und mir hat es den Namen vorher nicht angezeigt. Ich habe jetzt einfach mal jeden angesprochen und jetzt habe ich ihn. Kapoda heißt er, der Gute. So, Zozo, ein Besucher. Wie schön, dass dich dein Weg in das Dorf der Zoras geführt hat. Du bist doch Link? Der Hylianer, der vor 100 Jahren Mipha zwang, ihm in die Schlacht zu folgen, wo sie die Verehrung Ganon anheimfiel. Dein Gesicht, als könnte ich es jemals vergessen. Du solltest wissen, die Alten, die Mipha verehren, sprechen deinen Namen mit Abscheu aus. Doch ich bin der Meinung, man soll die Vergangenheit auf sich beruhen lassen. Link, ich bin nicht länger Priester und lebe mein Leben nun in geruhsamer Zurückgesogenheit. Aber seitdem ich aufgehört habe, ist jeder Tag langweilig. Ich sitze Tag für Tag tatenlos herum, bis ich diese Welt dereinst verlasse. Link, sag mir, was ist der Sinn des Ganzen? Wenn du auf deinen Reisen ein verlobtes Paar triffst, lasse es mich wissen. Ich bin entschlossen, ein letztes Mal meine Berufung als Priester zu erfüllen. Habe ich. Das wollte ich hören. Und jetzt verrat mir die Details. Stattfinden soll das Ganze im Dorf Taburasa in Akala? Bis zum Dorf Taburasa in Akala ist es nicht weit. Wenn ich mich also beeile, kommst du zurecht. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich habe Vertrauen in meine Füße und Flossen. Es ist schon eine Weile her, dass ich etwas zu tun hatte. Du solltest auch kommen. Ich treffe in Taburasa schon mal alle Vorbereitungen. Sehr gut, dann haben wir ihn auch. So. Dann geht's ab zurück. Nach Taburasa. So, dass wir wahrscheinlich 100 Holzbündel brauchen. Alter. Ist fertig, oder was? Arbeitet keiner mehr. Schauen wir doch mal hier rein. Nur die zwei. Wasser. Kann ich dir irgendwie helfen? Ach. Danke, dass du einen Zora gefunden hast, der uns hilft. Ihr meint sogar, er wäre früher mal Priester gewesen. Außerdem heißt er Kapoda. Was will man mehr? Eigentlich unglaublich, dass man selbst bei solchen Sachen noch jemanden findet, dessen Name auf Da endet. Und als nächstes... Jetzt muss nur noch die Zeremonie durchgeführt werden. Nun ja, und die Gäste muss ich wohl noch einladen. Gäste? Mein Chef Landa und Torda, meine Kollegen. Verstehe. Mit den Vorbereitungen für das Fest werde ich sehr beschäftigt sein. Könntest du sie nicht einladen? Wen nochmal? Der Chef und Torda müssen in Hateno sein. Okay, also ab nach Hateno. Okay, ab nach Hateno. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Wir haben ja sonst nichts zu tun, Leute.
So. Schauen wir mal, vielleicht sind die ja auch schon direkt am Haus. Da brauchen wir gar nicht so weit gehen. Aber wahrscheinlich eher nicht, oder? Nee, da sitzt. Da ist doch jemand, oder? Sind das nicht die zwei? So, genau, Lander. Dummster heiratet. Und ich soll zur Hochzeit kommen? Ich freue mich für ihn. Alles klar. Ich sollte mich auf den Weg nach Tabu Rasa machen, oder? Ja, bitteschön. Tja. So, dann frage ich ihn noch hier, so einen Arbeitskollegen. Tor da, komm, wir gehen. Achso, brauche ich gar nicht mehr fragen. Endlich könnt ihr mir mein Haus mal umsonst komplett ausbauen. Wenn ich euch schon hier einlade und mache und tue und Holzdinger sammle, hier ist der Wahnsinn. So. Okay, dann wieder ab nach. Nur noch teleportieren hier. Okay, es blitzelt schon wieder. Das heißt, ich muss meinen Helm aufsetzen. Sonst war es das mit mir. Echt geil, der Helm. Wir nehmen keinen Schaden mehr. Oh, und da unten geht's schon. Was ist da los? Achso, das ist die Fee. Mei, komplett falsch gewesen. Ich habe gedacht, die machen schon ein Feuerwerk da unten. Okay. Dann schauen wir doch mal. Der Monsterhändler ist auch schon wieder da. So, okay. Ich hoffe, wir haben jetzt hier alles. Hier gibt es eine Rüstung oder was? Was ist denn das hier für eine Rüstung? Ach, das haben wir doch schon, oder? Klar, das haben wir doch schon. So, Dummstar. Hallo. Du hast die beiden eingeladen. Danke. Lander und Horda sind angekommen, aber sie sind von der langen Reise noch ganz erschöpft. Wir sollten die Hochzeit an einem anderen Tag abhalten. Du sollst den heutigen Tag auch nutzen, um dich auszuruhen. Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, frag Kapoda. Der lässt sich sicher umsonst übernachten. Okay, wo ist Kapoda? Müssen wir mal auf die Karte schauen. Da ist Übernachtung. Der weiß mindestens, dass der mich übernachten lässt. Kapoda, sprechen. Link, wie wäre es mit einer Übernachtung und einer Mahlzeit? Ja. Dank der Gnade der Göttin Hylia kann ich dir eine Übernachtung anbieten. Wann soll ich dich wecken? Am Morgen bitte. In Ordnung, dann ruhe dich jetzt aus. Dann schlafen wir mal eine Runde. Oh, Blutmond. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Überspringen mal, das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Gut geschlafen? Jawohl. Möge Göttin Hylia deinen Weg in ihren Wohlwollen begleiten. Okay. Echt schöne Häuser. So ein bisschen
Sieht aus wie Containerhäuser irgendwie, aber es passt schon. So, dann gehen wir nochmal zum Dumpster. Und fragen wir mal, ob der schon bereit ist hier. Land und Toren scheinen schon ganz ungeduldig zu sein. Können wir mit der Zeremonie beginnen? Natürlich. Alles klar. Gut, dann stellen sich jetzt alle in einer Reihe auf. Kriegen wir alle eine Watsche oder was? Nein, muss ich das jetzt weiter drücken, oder was? Gleich, warte mal. Muss ich erstmal meinen Dampf auffüllen und dann könnt ihr zwei heiraten. Und nicht vorher. So. So, jetzt. Jetzt können wir. Im Namen der Göttin Hylia, in guten und schlechten Zeiten, nimmst du Powder zur Frau und schwörst sie zu lieben und zu unterstützen? Na klar. Sehr schön. Und du, Powder, im Namen der Göttin Hylia, in guten und in schlechten Zeiten, nimmst du Dumpster zum Mann? Schwörst du, allen deinen Kindern Namen zu geben, die auf da enden? Moment mal, wer hat diesem Priester denn seinen Text gegeben? Wieso? Ist doch ganz normal. Wenn du zur Yolanda-Familie gehören willst, solltest du die Tradition ehren. Aber Chef, eine Frau in unserer Familie? Was ist denn da los? Und Yolanda-Geist kennt keine Grenzen. Jeder ist für den anderen da. Sowas ist noch nie da gewesen. Da, wir haben's. Haben's wir. Ich schwöre. Sehr schön. Und somit entsteht ein neuer Bund fürs Leben. Möget ihr in den See eurer Liebe springen und nie wieder auftauchen. Und das hört sich auch cool an. Nie wieder auftauchen. Okay. So, Dumpster und Powders Hochzeitsfest lief so perfekt ab, wie man es sich nur wünschen konnte. Kabodas Zeremonie wirkte auf manche zwar etwas kurios, doch letztlich waren alle glücklich. Sprich mit Dumpster, um dem frisch vermählten Paar deine Glückwünsche zu übermitteln. Machen wir doch. So, sprechen. Hallo. Oh, du bist es. Danke, dass du dabei warst. Schnüff. Weinst du? Glückwunsch. Danke. Sieh dir Taburasa an. Es ist zu einem richtigen Dorf geworden. Und das alles war nur mit deiner Hilfe möglich. Vielen Dank. Ach ja, ich habe hier noch was für dich. Diamant mal 3, sehr schön. Daraus sind wir beim Wegräumen der Felsen gestoßen. Ich und Powder brauchen sowas nicht. Also los, nimm schon. Geschafft. Sehr schön. Und jetzt schauen wir uns doch mal in dem Dorf ein bisschen um, würde ich sagen. Hier, den will ich gleich ein bisschen nehmen. So, was gibt's hier? Ich will jetzt einfach mal zu diesen Rüstungen schauen.
Die haben jetzt nur das hier. Schauen wir mal hier rein, ob da noch was ist. Und hier scheint nichts zu sein. Okay, da gibt's Edelsteine oder sowas. Oh, hier gibt's Eispfeile. Feuerpfeile. Komm, wir kaufen mal 10. Boah! Nee, danke. Nee, das ist zu teuer. Was ist hier? Hier ist gar nichts. Ich kann mir übernachten, ist das schon alles oder was? Ist das jetzt alles, was die hier hat, oder hat die noch mehr? Ich spreche mal mit Powder. Wasser? Ich will verkaufen. Nee, okay. Komm, wir verkaufen mal einen komischen Diamant. Ich weiß nicht, warum. Wenn wir ein bisschen Kohle haben. Dann kriegen wir hier. Kaufen wir auch mal 5. Okay, das reicht. So, alles klar. Was ist hier noch? Komischer alter Esel. Aber hier ist gar nichts, gell? Was? Ich kann dir nämlich die super krass seltene Rüstung verkaufen, die ich hier und dort gefunden habe. Die werden dir auf deiner Reise sicher von Nutzen sein. Zeig mal her. Oh. Hab ich doch schon. Oh, jetzt kann man die wirklich kaufen. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich sie nicht gekauft habe. Weil. Ist doch besser, dann brauchen wir kein Geld ausgeben dafür. Okay, hier ist keiner mehr. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut. Ich verabschiede mich und bedanke mich natürlich, dass ihr wieder reingeschaut habt. War eine richtig coole Folge, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen mit der Zeremonie und alles. Und in der nächsten Folge wollen wir doch mal schauen, ob wir mal jetzt... wir schauen nicht. Wir werden jetzt zu den Goronen gehen. Und werden uns jetzt schon mal langsam, würde ich sagen, dem vierten Titanen widmen. Das, würde ich sagen, sollte unsere nächste Aufgabe jetzt mal darstellen. Genau.
Wenn ihr Lust habt, schaltet gerne wieder ein. Und wenn es euch natürlich gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen, einen Kommentar oder auch ein Abo, wie ihr lustig seid, Leute. So, da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Andi.